Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten in Großbritannien und ich habe ein Soraya-Pferd hierher bringen lassen, die gute Jane. Die wird hier weiter trainieren. Und ja, die beiden Wagen stehen hier noch rum, die werden auch weiter trainieren. Ich habe mit einem anderen Pferd gezüchtet und zwar mit meinem Schützestütchen Stufe 2. Ich hatte nämlich einen Stufe 1er gefunden und da ich, ja, weiß nicht, eine halbe Stunde vorher oder so erst erzählt hatte, ich möchte gerne den Schützen Stufe 1 nochmal züchten und ich ihn gefunden hatte, habe ich es einfach, ja, versucht. Die Chancen standen auch sehr, sehr gut für Stufe 1. Ich glaube, ich hatte 9% Chance auf Stufe 2 und ja, es ist natürlich Stufe 2 geworden. 7 Stunden. Ich weiß nicht, verkürzen wir das hier, dann würde ich das nämlich noch... Ja, ich möchte es gerne noch einmal versuchen. Aber den wollte ich eigentlich auch nicht verkaufen müssen. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Platz mehr. Hier haben wir wahrscheinlich auch keinen Platz. Nein. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt, oder, na gut, ich könnte Xavier verkaufen. Der bringt ja schon 54 Diamanten. Weil ich jetzt Stufe 1 behalten wollte, so. Ja, machen wir das. Und den werden wir dann verkaufen, den guten kleinen. Aber erstmal trainiert er. So, dann würde ich da erst nochmal schauen. Das war bei Yellow. In Deutschland. Ich hoffe, das Stufe 1er Tierchen steht da noch. Ja, da ist er. Die gute Hayley. Ja, 9% auf Stufe 2 und hier Stufe 1. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, es wird Stufe 1. Und zwar der Rio. Gut. Hätten wir das schon mal erledigt. Dann würde ich die Wagen auch erst nochmal mit trainieren schicken und das Soraya. Na komm, so. Und dann gehen wir erstmal nach Deutschland. Ja, hier können wir jetzt natürlich die Zeit nicht mehr verkürzen. Dann schicken wir die Guten nun mal zum Training auf die Weide. Hier hätten wir auch noch einen Platz gehabt. Naja, egal. Dafür können wir bald die Oase in Deville aufwerten. Keine 100 Diamanten mehr. Also sollte das doch demnächst dann klappen. Gut. Und hier haben wir, ich glaube, hier steht sie. Genau, die gute Esther. Sie ist erwachsen geworden und wir versuchen jetzt Stufe 4er zu züchten. Mit dem guten Martin. Ich glaube, den George hatte ich... Hatte ich den schon verkauft? Hatte ich den auch für Weide gestellt? Ich weiß jetzt gerade nicht. Wir gucken gleich mal. Nein! Ah, knapp drüber. Der Poppy wird's. Ne, er steht da zum Training. Gut. Ach, schade. So. Ja, so ein Like habe ich vorhin schon mal wieder auf die Weide geschickt zum Trainieren. Genau, unser American Saddlebrett können wir hier reinpacken. Ach, genau, dann wollte ich das Soraya zurück. Naja, okay. Jetzt trainiert sie da. So war das gedacht. Naja, wir schauen erstmal. Adana hat Level 15 erreicht und ich hoffe so auf eine Verbesserung. Wenn wir jetzt nochmal die Chance haben. Und es wird immerhin der Sonnenstreicher, das ist nicht verkehrt. Sonnenstreicher schon mal auf Silber. Schick, schick. So. Dann müssten wir sie ja auch noch
fertig trainieren? Ja, Sulaika ist noch nicht so weit. Sie bräuchte aber auf jeden Fall nicht mehr Sprung. Wahrscheinlich braucht Adana auch keinen Sprung mehr. Nein, sie braucht einmal Tempo, einmal Ausdauer. Das sollten wir hinbekommen. Und einmal Ausdauer für Sulaika bleibt auf jeden Fall. Und bei Tempo müssen wir mal schauen. Bleibt auf jeden Fall auch eins für sie. Gut, Stufe 1 schicken wir mal auch mit trainieren. Avatar könnte ich, glaube ich, auch. Ich schicke ihn jetzt einmal mit auf die Weide zum Trainieren. So, wenn er schon draußen steht. Ich weiß, er war zum Züchten hier, aber einmal am Tag darf ich ihn ja auch mal trainieren. So, und wir schauen uns jetzt erstmal Stufe 2 an. Vom Soraya. Die gute Wings. Und auch die ist echt schick. Doch, die Sorayas gefallen mir. Schick, schick. Gut, ach so. Wir hatten auch irgendwo. Wo hatten wir denn das Soraya? Zeige ich den falschen Zettel hier. Jetzt habe ich nur den mit dem Schützen hier. Schade. Ich glaube, das war aber bei Liz, aber ich. Wir schauen nochmal. Stufe 3. Hatten wir Soraya gleich Stufe 3? Ja. Oder hatte sie zwei Hengste? Sonst gucken wir mal, sonst würden wir vielleicht auch mal mit Stufe 4 züchten. War das so? Weil hier, nee, hier steht die Lady. Irgendwo hatten wir doch. Hatte ich doch Hengste gefunden. Jetzt nach. Ich habe gerade nach Wings. Wir können mit ihr nicht züchten. Das sind die Ritter. Das ist die Heiligkeit. Das ist ein Trakehner. Ich jetzt nach dem falschen Pferd gesucht. Das ist natürlich doof. Nee, soll man Hengst. Oder läuft er auf der Weide? Nee, aber dann könnte ich ja nicht mit dem züchten. Ah, in Montana. Da war was. Das ist die Stute und hier stehen die. Züchten wir mal mit ihm, ne? Gute Wings. Wir versuchen es. Chancen wären wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir mit Stufe 3 gezüchtet hätten. Aber wir haben es. Stufe 3, ja. Ein Stütchen. Das heißt, wir können dann ja, mit Arm von den beiden züchten. Ich glaube, dann nehmen wir mal den Stufe 3er. Die sehen schick aus. Gut. Ein Zuchterfolg. Wir schauen nochmal auf die Fantasieinsel ganz flott. Genau, und zwar hatte ich das Morgan rübergeschickt. Denn die Fiona-Zucht ist ja abgeschlossen. Und ja, ich wollte als nächstes, glaube ich, die böse Stiefmutter züchten. Wir gucken lieber nochmal. Genau, Morgan und Elfenbein-Feenpferd. Da habe ich das Morgan mal rübergeschickt. Und danach züchten wir, glaube ich, in Deutschland auch weiter. Oder wir züchten hier. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wo haben wir sie? Das ist ein Hengst. Ich habe doch irgendwo ein Stütchen gehabt. Vorhin hatte ich sie noch. Gut versteckt. Wahrscheinlich schon lange dran vorbei gewesen. Da, Samira. 16% Chance. Ja, das kann etwas dauern, aber okay. Ja, wir bekommen noch einen Morgen. Der Dodo.
Gut, hier sind alle am Trainieren, die dürfen. Ja, unser Fiona dauert ja jetzt noch. Können wir leider nicht holen. Und Diamant möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht dafür ausgeben. Ich sagte, wir haben ja nicht mehr so viel und dann können wir die Oase erweitern. Zwillingspunkte haben wir bekommen. Das Dorf wurde besucht. 4800 Münzen Stallburschenbelohnung haben wir verdient als Stallbursche. So, zweimal Zwillingspunkte noch. Die Pferde wurden gestreichelt. Werbung schauen wir jetzt nicht. Die Clubmitteilung brauchen wir jetzt auch gerade nicht. So. Aber ich denke, wir sollten Weintrauben... Ja, wir sollten Weintrauben ernten. Und dann schauen wir zu den Rezepten. Das dauert ja jetzt auch nicht mehr so lange, wenn wir das regelmäßig weitermachen. Mal schauen, es fehlen noch 19. Und wir brauchen Ina. Na gut, wir können nur dreimal laufen, aber immerhin. Oh, und ein Soraya Stufe 4 ist dabei. So, ein perfekter Start. Ja, und es scheint auch gut im Training zu sein. Auch eine coole Ausrüstung drauf. Dann versuchen wir es gleich nochmal. Nein. Der Start war jetzt nicht so super. Ja, da ist eindeutig jemand besser weggekommen, aber... Na los, kämpfe! Schade. Naja, gut. Und wir versuchen es gleich nochmal... Vielleicht können wir sie auch füttern, dann kriegen wir das vierte Rennen auch noch hin. Der Start war schon wieder nicht so toll. Na los, du packst das. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Ich hoffe, ich habe sie auch draußen noch stehen. Hm. Ja. Gelbes Futter. Oh. Ja, 12 Stück haben wir noch. Hoffentlich reicht es. An Punkten, sonst müssen wir wieder ewig warten, bis wir sie wieder füttern können. Ja, Energie reicht. Und Schokokuchen. Schokokuchen haben wir fürs nächste Mal dann auf jeden Fall auch. So. Oh, Roxy ist wieder dabei. Das Soraya. Ja. Sie kämpft ja auf jeden Fall auch ordentlich. Wir haben es zum Glück noch geschafft. Okay. Ja, dann kriegen wir nochmal 7 Punkte. Das heißt, wir bräuchten dann nur noch 12. 19, ja. Ja, 12. Das geht.
So. Wollen wir hier nochmal ein Rennen laufen? Was sagt denn... Achso, wir hatten irgendwas auch abgeschlossen, ne? Nö. Doch, doch nicht. Na gut, machen wir lieber das Quiz. Die Azteca-Rasse wurde 1972 für Chaosreiter erschaffen. In Montana, Mexiko, Brasilien, das ist Mexiko. Und in der Legende von König Artus heißt Sir Gawains Pferd Gringolot, Percival Arthur, ich glaube Gringolet. Und welches Land außer Deutschland liegt Füssen am nächsten? Schweiz, Österreich, Liechtenstein. Österreich. Gut. Jetzt haben wir... Achso. Hä, wie sollen wir das denn vergessen abzuholen? Noch eine Aufgabe. 300 Münzen gesammelt. Okay. Reinige den Paddock zweimal. Och, nö. Haben wir gerade erst sauber gemacht. Wir hatten das nicht gezählt dann. Muss ich mir die erst anschauen, wa? Na gut, wir gucken nochmal. Die muss ich noch verkaufen. Der Bestand des gelben Futters geht aber noch. Ich könnte Erdbeeren. Erdbeeren will ich jetzt noch zweimal ernten. Gut. Na gut, dann lassen wir das mit dem Rennen jetzt. Ich hole nochmal ein paar. Oh! Ein paar Zwillingspunkte, wollte ich sagen. Aber wir haben die Rutsche, die Weltkindertagsrutsche. Wollen wir sie uns mal anschauen? Ja, die Wippe. Passt natürlich nicht so hier hin. Werde ich auch wieder einpacken, aber wir wollen sie uns nächstes Mal anschauen. So. Das sind sie. Wenn wir irgendwo einen sandigeren Untergrund hätten. Ich weiß nicht, vielleicht Montana. Aber Frankreich, Großbritannien und Füssen geht... Nee. Deutschland. Da passt das nicht so. Fantasieinseln auch eher nicht. Aber gut. Achso. Ja. Schick sind sie auf jeden Fall geworden. Gut. Oder man müsste halt so tun, als wenn man so einen Sandkasten baut und macht dann da... Weiß nicht, so eine Absperrung noch drum. Irgendeinen Zaun. Oh, gibt's da noch... Oh nein, die Deko hatte ich mir gar nicht angeguckt. Muttertagswolle, der magische Spiegel. Aha. Vatertagsblock. Osterdeko. Ach Gott, ja, die Deko vergesse ich immer. Das ist... Noch eher nicht so meins. Weil hatte ich mir von denen... Ja, die ewige Rose, die fand ich sehr schön. Und die Perlenkommode, die hatte ich mir geholt. Die könnte ich ja eigentlich auf die Fantasieinsel noch schnell packen. Die finde ich wirklich eigentlich ganz nett. Ich glaube, es hat nur zu dem, was ich hier aufgebaut hatte, nicht mehr gepasst. Da sind die Teiche. Boah, packen wir es hier erstmal mit hin. Weil die finde ich wirklich sehr gut designt. Gefühlt ist es auch wieder so ein Sammel-Ding wie bei den Sternzeichen mit den Monumenten und Kristallkugeln und, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das andere hieß. Ja. Das kann ich, gibt es jetzt alle zu kaufen? Hier gibt es sie nicht zu kaufen. Ach, na. Ohne Worte. Ja, was gab's noch? Es gab den Korb. Den Apfelkuchen für Schneewittchen. Zu wem gehört denn dann der Korb? Rotkäppchen? Das kann gut sein. Ja gut, dann sind da noch zwei bei. Sogar die Weihnachtsdeko kann man noch kaufen. Das ist auch nicht verkehrt. Man kann hier jetzt sogar
die Deko von der Fantasieinsel. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann mit unserem Fiona Stufe 3 Pferd. Mal schauen. Ich denke, der Schütze wird noch ein bisschen zu lange dauern, Stufe 1. Aber den möchte ich dann auf jeden Fall auch behalten. Und der Rest, da werden wir mal schauen, ne? Mit der bösen Stiefmutter, wann wir die gezüchtet bekommen und wie es beim Soraya weitergeht. Immerhin, wir haben Stufe 3. Also, bis dann. Tschüss.